So, also jetzt einfach hier dem Steg folgen. Nee. Erstmal runter und dann dem anderen Steg folgen. Ja, ja, das hätten sie echt besser bauen können. Man muss eben aufpassen. So, also hier einfach auf dem Stein lang und dann kam ein Steg. Genau da hinten. Hoffentlich lässt er uns überhaupt trotzdem durch, weil selbst wenn Ian sein Okay gibt, ist er immer noch recht gefährlich und er ist ganz alleine da. Aber das werden wir ja schon sehen. So. Er war in welchem Durchgang? In dem da, ne? Und. Ja, da ist das riesige Tor. So, dann sagen wir mal, alles wird gut. Hey Askan, du kannst das Tor öffnen. Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Askan, alles wird gut. Und einen schönen Gruß von Ian. Na gut, wenn Ian die Verantwortung übernimmt, aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus, was für eine Bedingung? Besorge erstmal 2 bis 3 Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Du meinst wohl, wenn die Crawler aus dem Schacht kommen, uns überrennen und dann zu dir kommen. Aber ja, das haben wir schon irgendwie kommen sehen. Also schauen wir mal. Ein Templer war gleich hier vorne. Oder sogar 2 bei dem einen Ork. Also der Ork hier arbeitet schon mal wieder. Aber hier ist kein Templer. Na gut, dann war das bei dem Lagerfeuer bei dem anderen Ork. Ah, da sitzen noch sogar 3. Ganz praktisch. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Und werde hineingehen und etwas suchen, aus dem Kalom ein stärkeres Elixier brauen kann. Dann wirst du meine Klinge brauchen. Ich bin dabei. Gut, wir treffen uns beim großen Durchgang. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und weiß, wo sich das Nest der Crawler befindet. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei. Der Kampf gegen Crawler kostet Blut. Wenn du mir einen Heiltrank bringst, bin ich dabei. Hier, vielleicht hilft dir das. Danke. Du kannst auf meine Stärke zählen. Wir treffen uns unten bei Askan. Ich werde dort sein. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Was liegt an? Hör mal. Musst du eigentlich jeden anquatschen, der hier rumläuft? Lass mich vorbei. Nein, aber Templer, die uns beschützen sollen. Na gut, er scheint nicht wirklich interessiert zu sein. Dann müssen wir wieder nach oben und mit dem anderen Templer sprechen. Der hier vorne gleich war. Nee, nicht hier vorne, noch ein bisschen weiter hoch. Das waren die, wo wir beim ersten Besuch dachten, dass wir nicht weiterkommen, also nicht weiter runter. Und wo die ersten Minecrawler waren. Genau, einer von euch beiden. Ich höre nicht mehr. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und glaube zu wissen, wo das Nest der Crawler ist. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei? Das Nest der Crawler. Endlich. Mein Schwert kämpft für dich. Lass mich mal vorbei. Schön. Dann haben wir jetzt unsere 3 Templer zusammen. Auch wenn er ja eigentlich nur 2 bis 3 haben wollte. Aber mehr ist bei so einer Sache immer gut. Denn wer weiß, wie viele Crawler da auf einmal rauskommen. Mit 1, 2 kommen wir gut zurecht. Aber wenn das dann gleich 4 oder 5 sind, die einen umzingeln, kommt man ja gar nicht mehr dazu anzugreifen. Und da kommen ein paar extra Klingen immer gut. So, also hier runter, rechts rum, da lang, dann hoch und wir stehen vorm Tor. Die anderen beiden Templer müssten ja schon hoffentlich da sein. Nicht, dass die Wache gleich rumzickt, dass noch nicht alle da sind. Ja, da stehen schon mal 2 von denen. Und der dritte ist uns ja quasi auf den Fersen, also passt das. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Das Tor kann geöffnet werden. In Ordnung.
Dann öffne du den Schacht. Der Tanz kann beginnen. Lass mich mal vorbei. Na gut. Tief durchatmen und auf. So viele sind es bisher nun auch wieder nicht. Ah, doch. Oh, ist das dunkel. Wir hätten die Fackel nicht direkt am Eingang wegschmeißen sollen. Wie viele haben wir jetzt schon getötet? 4, 5? So, Fackel raus, sofort. Ha, überall tote Minecrawler. Nehmen wir mal alles mit, das wird Korkalom gut gebrauchen können. Und wir dürften dafür gute Heiltränke bekommen. So, und jetzt müssen wir uns hier durchwagen. Boah, selbst mit der Fackel sieht man fast nichts. Huha, was ist denn das? Das sieht ja komisch aus. Da kommen die Crawler wahrscheinlich raus. Oh, hey du. Ihr vielen. So, erstmal ein Happen essen. Jetzt ist die Frage, ob wir in diese komischen Röhren reingehen müssen, um zu dem Nest zu kommen, weil die sehen ganz schön gefährlich aus. Lassen wir die eine Fackel erstmal hier liegen, damit wir wenigstens ein bisschen Licht hier drin haben. Oh, und gleich der nächste. So, also hier sind diese Röhren. Noch so eine Röhre. Aber hier scheint es weiter zu gehen. Hier noch ein Eingang? Ja, aber die sind alle zu steil. Da werden wir nicht durchklettern können. Oh, da sind wieder ein paar. Keule raus. Und 3 ist immer noch machbar. Nächste Fackel. Da werden wir so eine Spur aus Licht hinter uns lassen. Noch so ein Gang. Aber hier geht es wenigstens auch ganz normal weiter. Ohne dass wir in diese ekligen Dinger rein müssen. So, da kommen gleich noch mehr Minecrawler. Ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn es hier immer mehr werden. Das sieht ja komisch aus. Die Wände hier sind so durchfasert mit irgendetwas. Und es wird... Oh, was ist das denn da ekliges? Das wird die Königin sein. Gut, gut. Machen wir die hier schnell tot. Und hoffen dann, dass die Königin sich nicht ordentlich wehren kann. Die wird sich wehren können. Erst mal was essen. Raus und ran da. Nee, die sind aufgeblasen. Oh, doch, die kann sich wehren. Und aber sie ist ziemlich träge. Ja, die sah garstiger aus, als sie war. Von ihr können wir nichts nehmen, aber die Eier können wir mitnehmen. Schauen wir doch mal, wie viele hier rumliegen, die wir benutzen können. Ein paar von denen sind ja auch schon geschlüpft. Ein paar ist gut, viele sind schon geschlüpft. Die haben wir alle unterwegs getötet. So, dich nehmen wir auch noch mit. Und dich auch. Und das müssten alle gewesen sein. Was sagt die nächste Fackel?
Die restlichen Eier sind kaputt. Schön, schön. Das hätten wir also auch erledigt. Und es war nicht so schwer wie gedacht. Die Zangen kommen auch noch mit. Müssen nur den Weg hier rausfinden. Aber dafür müssen wir eigentlich nur den auf dem Boden liegenden Fackeln folgen. Auch wenn die nicht so dicht beieinander lagen. Hier geht es jetzt nur einen Weg, oder? Ne, zwei. Gucken wir mal hier. Aber hoch ist schon mal gut. Tiefer runter in die Mine wollten wir nicht unbedingt. Da hinten leuchtet was. Haben wir uns wohl nur eingebildet. Da geht's wieder runter. Ah, da ist Licht. So richtiges Licht. Gut, gut. Fackel weg. Wir brauchen keine Fackel mehr. Erwache. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Im Namen der gesamten Bruderschaft danke ich dir dafür. Möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten. Der Schläfer erwache. Hallo. Er scheint ja nicht sehr dankbar dafür zu sein, dass wir seinen Posten jetzt um einiges leichter gemacht haben. Na gut, gehen wir zurück zum Hauptschacht, gehen nach oben, sagen Ian dann noch Bescheid, vielleicht ist der ja wenigstens dankbar. Mit so ein paar Erzbrocken. Und sonst geht's zurück zum Sektenlager. Dann übergeben wir Korkalom die Eier und verkaufen ihm die restlichen Crawlerzangen, die wir haben. Und dann werden wir hoffentlich mitbekommen, worum es jetzt genau bei der ganzen Sektensache geht. Weil mit dem Sekret, das dann aus den Eiern wahrscheinlich gewonnen wird, wollen sie ja den Schläfer herbeirufen. Und dann können wir gucken, ob das wirklich nur ein Hokuspokus ist oder ob da irgendwas erscheint, was denn der Schläfer sein soll. So, da wollen wir nicht lang, wir wollen hier hoch. Denn es kann ja auch sein, dass der Schläfer einfach nur irgendein Monster ist, das einigermaßen intelligent ist. Oder sie basteln irgendwas und geben das für den Schläfer aus, um halt einfach nur die Kontrolle zu behalten. Naja, egal was dabei rauskommt, das können wir dann im neuen Lager berichten. Und mit etwas Glück bekommen wir unsere bessere Rüstung. So, Ian, bist du noch da? Ja. Das wollte ich nicht sagen, das da. Ich habe das Nest gefunden. Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier, nimm diese Kiste Bier für deine Mühen. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Ha, das magische Erz. Vielleicht haben deswegen die Magier hier so einen Aufstand gemacht. Weil die Leute hier unten in der Mine das magische Erz und das normale Erz quasi zusammen eingeschmolzen haben. Und es dadurch nutzlos wurde. Jetzt sag mir nicht, dass du auch kaputt bist. Nee, hier waren wir schon mal. Die Leiter müsste eigentlich relativ heil sein. Ha, na gut, speichern wir nochmal ab. LP 28.